Moin Leute und herzlich willkommen bei Wimmelkoi. Endlich wieder Teichsaison, endlich wieder Außenteiche. Und hier stehen wir jetzt bei Basti. Und richtig schöne Teichanlage hast du hier. Ja. Hast zwei Teiche hier direkt, ne? Richtig, richtig. Ja, vielen lieben Dank erstmal und schön, dass du da bist. Freue ich mich. Ja, zwei Teiche. Im Keller haben wir nochmal ein Aufzuchtbecken. Hier ein kleiner Aufzuchtteich. 10.000 Liter und einmal 45.000 Liter. Ja, nach und nach gewachsen, genauso wie der Garten. Also richtig schön, habt ihr richtig schön angelegt. Stück für Stück. Also habt ein Händchen für. Ja. Man erkennt eure Handschrift auf jeden Fall wieder. Und du lebst das Hobby, ne? Ja. Du lebst das auch schon lange, ne? Ja, wir machen das mit meinem Vater zusammen schon über 20 Jahre. Mhm. Haben auch ganz klein angefangen, oft umgebaut. Also die typische Teich, Teich-Klischee, sage ich jetzt mal. Also ihr habt auch mit dem Loch angefangen. Genau, genau. Bombentrichterfolie rein. So hat's angefangen vor ganz, ganz vielen Jahren. Und so ist es gewachsen. Ne? Und so baut man immer wieder um, lernt dazu. Und so wächst die ganze Sache. Und irgendwann landest du halt bei einer großen Filteranlage. Der Garten wird immer mehr, immer größer. Kostet alles auch einen Haufen Geld. Das steht außer Frage. Das wissen, glaube ich, alle, die dieses Hobby haben. Und läuft doch immer nicht immer alles so gerade, wie es soll. Mhm. Aber in Summe entschädigt es halt immer wieder, wenn man dann die Fische hat und hier sitzen kann und ein bisschen abschalten kann. Ich denke, das ist für alle so dasselbe. Ist auch richtig schön mit deinen ganzen Kiefern und Bonsai. Ich so bin ich nicht ganz so affin drin, wie sie alle heißen. Aber da stehst du schon drauf, ne? Ja, haben wir auch relativ viel. Machen wir auch bei Kunden relativ viel. Auch die Gartenarbeiten dafür, also im Prinzip die Pflege danach machen wir dann auch und verkaufen die Bäume ja auch bei uns im Geschäft, auch beim Teichbau gleich mit dabei. Gehört mit dazu, finde ich. Aber es ist schon ein gutes Stück Arbeit, die zu pflegen, ne? Ja, macht Arbeit. Jetzt gerade die Kiefern, hier sieht man es mal schön jetzt, ne? So eine Kiefer musst du schon, anderthalb, zwei Stunden brauchst du für so einen Baum zum Schneiden. Ne? Und davon haben wir auch ein paar, etliche Ilex, etliche Taxus und ist alles ein bisschen Pflege und ein bisschen pflegeintensiv. Aber ja, in Summe ist es halt immer wieder schön. Ich habe da auch Unterstützung. Vater hilft da viel und das machen wir zusammen alles, die ganze Familie eigentlich. Von daher entschädigt das schon am Ende der Anblicke. Genau, genau. Ja, man macht es gern. Ne? Das ist auch so ein bisschen runterkommen, ein bisschen abschalten. Wir sind ja viel unterwegs, machen viel durch die Läden, machen wir relativ viel durch den Teichbau, relativ viel. Und das ist einfach mal abschalten. Ne? Und da ist das wirklich zum Runterkommen perfekt. Den Start würde ich sagen, machen wir mit dem Aufzuchtteich. Und der kam später, ne? Der kam später, als Aufzuchtteich später, von der bestehenden Anlage war das damals mal ein Filterteich und dann wurde das umgebaut als, im Prinzip als Aufzuchtteich. Momentan 25 Tosai von Toraso drin. Zwischen 25 und mittlerweile auch 40 Zentimetern. Und der kam tatsächlich später. So wie sich so entwickelt. Also 12 Kubik hast du gesagt? 12 Kubik sind es. Mit einem Skimmer, einem Bodenablauf? Genau, ein Skimmer, einem Bodenablauf. War damals als zweiter Teich gedacht. Mittlerweile Biomasse, Filter, alles ein bisschen erweitert und funktioniert als Aufzuchtteich wirklich, wirklich gut. Ja, also richtig schöne Fische drin hier. Das macht doch Spaß. Ist auch ganz gut, wenn man die Großen und die Kleinen trennen kann. Wenn man die Großen und die Kleinen trennen kann, vom Wachstum, wo sie halt viel mehr Futter brauchen, ist das eigentlich ideal. Ja, kannst es gezielt füttern, ne? Kannst besser füttern, gezielter füttern. Und man sieht es am Wachstum. Ne? Die Fische kriegen einfach das, was sie brauchen zum Wachsen, auch von der Menge und müssen sich da gegen die großen Fische nicht so durchsetzen. Ne? Von daher ist das schon immer besser. Hier auch schön mit der Steinumrandung. Schön gemacht. Zuschaltbar am Wasserfall. Ist schon schick, gefällt mir. Ein Nexus. Nexus 220, Preis-Leistung mega, kann nicht viel kaputt gehen, beziehungsweise gar nichts, super viel Biomasse verbaut, einfache Technik, funktionieren halt, sind super, haben wir auch an ganz viele Kunden verkauft, vielleicht nicht so der Idealfilter für einen Koi-Teich, aber für normale Teiche top, das Saubermachen geht ganz, ganz einfach, 5 Minuten ohne nasse Finger. Von daher war es für uns jetzt auch so angebracht. Den hatte ich schon, den Filter. Und der habt ihr bei euch bei der Verkaufsanlage bei den kleinen Becken dran, ne? Ja, genau. Muss ich sagen, ist eine Seltenheit. Weil ich habe die Dinger eigentlich nur beim Koi-Partner-Blog in den USA. Also hier in Deutschland habe ich sie bis jetzt selten angetroffen. Aber schwör's drauf, ich meine, für so einen kleinen Teich
Für kleine Teiche wirklich super. Kann ich wirklich nur sagen, es funktioniert. Mhm. Geht immer besser, klar, das steht außer Frage, aber es funktioniert halt. Ne? Und hier nochmal von der anderen Seite, hier ist die Pumpe, die zurückdrückt. Zweimal die Stunde wirst du sicherlich umwälzen, ne? Ja, auf jeden Fall. Das geht durch und zwar habe ich es einmal zurück in den Teich, direkt zurück und die andere Seite ist dann der kleine Wasserfall mit dran. Ja, zweimal belüftet, einmal Teich, einmal die Helixkammer. Alles in Schwerkraft musst du bei dem Filter leider zusammenziehen. Dadurch kriegst du nicht ganz so viel durch. Also die Pumpe würde es schaffen halt, ne? Aber hier bist du dann auch wirklich auf 15 Kubik begrenzt. Und das Ergebnis, schaut es euch an. Glasklar. Aber jetzt gucken wir erstmal zu deinem Baby. Die wievielte Version ist es jetzt am Ende? In Summe die vierte oder fünfte, ich glaube. Vierte oder fünfte Version? Ja. Richtig schick. Ja, zu der Zeit, wo wir angefangen haben, Teich zu bauen, gab es YouTube noch nicht. Da war selbst ein Handy war schon schwierig. Also das war alles, wirklich alles Learning by Doing. Mhm. Ne? Das ist viel experimentiert, viel probiert, viel Erfahrung gesammelt, viel falsch gemacht. Ja, das muss man wirklich dazu sagen. Und aus vielen Fehlern gelernt und das Resultat ist, ich habe die Strafe gezahlt und unsere Kunden haben es dafür ein bisschen leichter, weil man wirklich aus Erfahrung sagen kann, das funktioniert nicht. Mhm. Ja, und dafür war es einfach gut. Und für mich war es auch halt viel gelernt. Und von daher, ja, diesen Winter habe ich auch wieder dazu lernen müssen, leider. Mhm. Aber es gehört wahrscheinlich dazu. Und aber hast du auch richtige Brecher hier drin? Also keinen kleinen Bestand? Nee, etliche Fische. Ein paar sind noch im Laden, die noch herkommen. Mhm. Ansonsten ganz, ganz viele Fische zwischen 75 und 90 Zentimeter. Du holst ja auch jedes Jahr wieder einen, ne? Einer soll es immer werden jedes Jahr und ja, wenn man dann ehrlich ist, wären es dann meistens 2, 3, 4. es eskaliert immer so ein bisschen. So wie es in Japan immer eskaliert, ist es dann auch immer mit den Fischen, die nach Hause kommen und Haustiere werden. Also man sieht schon, du hast nicht nur die Firma, du lebst das Hobby auch. Ja, auf jeden Fall. Sonst kann man sowas eigentlich auch nicht anfangen und sollte man vielleicht sowas auch nicht anfangen. Mhm. Das ist ein Hobby, das ist nicht jeden Tag von 8 bis 16 Uhr, ne? So wie man arbeiten geht. So ist unsere Arbeitszeit nicht. Wir sind auch für den Kunden immer viel da, auch abends noch und auch mal am Wochenende. Und wir haben viele Leute, die am Wochenende einfach mal rumkommen wollen zum Gucken und so weiter. Das macht man nicht immer, aber halt oft. Und da fährt man auch nochmal, wenn ein Problem ist, zum Kunden abends. Und ja, wir leben das einfach und auch schon sehr, sehr lange. Und das ist ein Baumbestand, ist schon echt gut. Ja, so ein paar Bäume haben wir angesammelt. Das will ich euch natürlich nicht vorenthalten. Du hast ja auch noch einen richtig schönen japanisch angelegten gehabt. Ja, ein paar Frostschäden momentan. Ne? Das haben, glaube ich, das Problem hatten bei uns hier relativ viele. Ja. Dass viel kaputt gegangen ist jetzt beim Frost. Wir hatten noch mal bis -6 Grad und alles war frisch ausgetrieben. Von daher. Auch hier finde ich richtig cool. Habt ihr den Stein sogar ausgesägt? Ja. Yep. Das ist mal eine coole Idee. Ja, das haben wir auch für Kunden schon gemacht, die Angst hatten, dass die Bäume eingehen. Und so bist du halt sicher, dass es nicht nur in der Schale ist, sondern dass der Baum Nährstoffe und auch die Feuchtigkeit, die er braucht, von unten bekommt. Ne? Also die ist komplett durchgeschnitten, sodass es aussieht, dass der Baum halt noch in dieser Schieferschale im Prinzip ist. Und so funktioniert das. Richtig schön. Macht auch viel Arbeit. Ja, sehr viel Arbeit. Wir sind doch immer wieder am Umbauen und immer wieder am Probieren. Und viele Pflanzen werden gut. Es gibt auch immer wieder Pflanzen, die nicht so sind, wie man sich's vorstellt. Ne? Und dann baut man auch immer wieder so ein bisschen um. Es ist immer was zu tun. Ja, aber hier sieht man, Leute, das ist schon echt schick gemacht. Ein sehr schöner Baumbestand, auch wenn ich da ganz speziell und explizit sagen muss, dass ich kein Profi bin. Ich könnte die Arten jetzt nicht auseinanderhalten. Das gebe ich auch ganz ehrlich zu. Aber es sieht schon richtig schick aus. Das ist eine Augenweide. Guckt euch ihn an hier. Ja, das ist jetzt natürlich schade, dass der, dass das so leicht die Frostschäden, ne? So sieht es original aus, der frische Austrieb. Ja. Und durch den Frost ist es jetzt leider alles kaputt. Ne? Das wächst nach, das ist jetzt überhaupt kein Problem. Für den Baum ist es kein Problem, ist halt jetzt ärgerlich. Gerade für uns jetzt, heute ist es ärgerlich. Ne?
Sonst sieht es natürlich super, super schön aus, wenn gerade die frischen Triebe kommen. Aber das ist schon eine sehr schöne Wellness-Oase zum Relaxen. Kann man aushalten bei dir im Wassi? Ich denke. Muss ich sagen? Ich würde sagen, ja. Der ist ja auch schon noch ewig alt, ne? Ja, die ist sehr, sehr alt. Die habe ich jetzt schon wieder, ich glaube, 5 oder 6 oder 7 Jahre zu stehen. Und die ist auch einiges über 30 Jahre alt, der Baum. Das war richtig teuer, sowas, ne? Ja. Alles, was wirklich alt ist, kostet auch wirklich Geld. Mhm. Die Pflege ist ja über die Jahre da gewesen, ne? Hier hat Ronny vorhin schon entsetzt geguckt, wie kurz du ihn geschnitten hast. Ja, musst du bei den Kiefern ab und zu machen, ne? richtig runterratzen. Mhm. Und dann treiben die wieder frisch aus, treiben von innen auch wieder frisch raus. Ne? Und ich weiß nicht, du warst ja nur auch schon in Japan und siehst ja, wie die Bäume da ist ja noch mal anders. Die schneiden die Bäume ja noch mal komplett anders. Ne? Mhm. Durfte ich auch schon ein paar Mal live zugucken in den Gärten. Ja. Und hast du hier einen Liebling? Ja, hatten wir. Hatten wir. Hatten wir. Der ist leider im Winter verstorben. Ich sagte ja vorhin schon, dass man auch viele Fehler macht. Mhm. Hatte im Winter auch ein Problem. Ich hatte im Winter das erste Mal in so vielen Jahren einen pH-Sturz. Mhm. Die komplette Biologie zusammengebrochen. Hab leider auch 5 große Fische verloren. Mhm. Eine 97 cm Chargeu-Dame, die war wirklich schon Haustier. War dein Liebling. Ja, und das war schon mehr wie ärgerlich. Das war sehr, sehr viel Lehrgeld bezahlt. Das war jetzt nicht, es geht nicht überhaupt nicht um irgendeine Summe X, die der Fisch mal gekostet hat. Aber der Fisch war halt auch schon, ich glaube, 6 oder 7 Jahre war sie bei uns. Wir haben sie mit 82 Zentimetern gekauft. Die ist auf 97 Zentimeter gewachsen, ist in jede Ecke, in jeden Winkel hinterhergekommen und hat gebettelt. Das war schon, das war wirklich Haustier. Das war wie ein Hund und eine Katze für uns. Das war ärgerlich. War, ja. Steckst du nicht drin, ne? Passiert auch den Besten. Ne? Ja, das passiert. Es ist halt einfach, es war, kurz vorm Mist, es war dämlich. Ja, im Winter vernachlässigt man einfach die Wasserwerte. Ne? Man denkt, die Fische liegen einfach unten ruhig, das ist alles okay. War es aber nicht. Ne? Deshalb einfach mal, ja, vielleicht dazu gesagt, dass man auch im Winter viel Frischwasser und die Wasserwerte nicht vernachlässigen sollte. Gut, du bist auch viel unterwegs, ne? Ja. Ja, da kommt dann das eine zum anderen. Ja, Messezeit für uns ist durch die Angelläden haben wir im Winter viele Messen. Mhm. Und da bist du auch nicht jeden Tag da. Vater macht das immer mit bestem Gewissen, guckt auch immer, macht, tut. Ne? Und wir telefonieren auch immer, wenn wir weg sind. Aber das sind halt Sachen, die siehst du nicht. Die habe ich nicht gesehen, die hat er nicht gesehen. Ja, Messwerte hätten es gezeigt, waren wir säumig. Wurde bestraft, ganz einfach. Man lernt für die Zukunft. Ist man lernt so. Für die Zukunft, genau so. Und das sind halt Sachen, das passiert mir nicht nochmal. Das ist, ja. Draus gelernt. Genau, draus gelernt. Filterhaus extra gebaut. Filterhaus extra gebaut dafür. Trommelfilter, ja, ein großer Trommelfilter, 100.000 Liter Trommelfilter für einen 45.000 Liter Teich. Ja. 3.500 Liter Biokammer, 1.200 Liter Helix. Ja, im Winter, um die Feuchtigkeit ein bisschen in den Griff zu bekommen, abgedeckt und ein bisschen isoliert. Im Prinzip sehr, sehr einfache Technik, gut belüftet alles. Hast du hier komplett PVC-Rohre genommen? Genau. Alles sauber verschaltet? Genau. Hier hat man noch mal einen Bypass, falls man mal irgendwas mit Heizung etc. irgendwas machen muss. Dass man da noch mal. Aber das ist doch grundsolide. Und du kannst dich vor allen Dingen auch noch bewegen. Das war wichtig. Das vernachlässigen die meisten ja, dass sie dann so einen kleinen Filterkeller bauen, wo du dich kaum noch drin bewegen kannst. Wenn dann da mal was ausfällt und du das nachinstallieren musst, hier kannst du problemlos ran. Genau. Aber du kriegst sogar den Trommler raus, ne? Rein theoretisch? Ja, kriege ich raus. Habe ich extra so, hab ich extra so gebaut. Also ich bekomme den Trommler jederzeit raus, wenn wirklich mal was ist. Ne? Man hofft es immer nicht, aber ich mache das auch für unsere Kunden. Ich sage immer, die Filterkammer muss wirklich so sein, dass man auch eine Revision, dass man jederzeit überall rankommt und vernünftig arbeiten kann. Das ist ganz, ganz wichtig, weil das kannst du auch niemandem zumuten, irgendwo in irgendwelche Löcher zu kriechen und da irgendwas zu machen. Bei mir ist schon, ja, für mich selber eigentlich schon fast grenzwertig vom Platz, aber... Ein großer, ne? Genau, aber es geht. Und wie gesagt, ich kriege den Trommelfilter auch noch mal raus. Tür wurde extra angefertigt dafür. Ganze Häuschen wurde gebaut dafür. Nur für den Filter. Und ja, so funktioniert's. Ja, Basti, sind wir durch? Richtig schicker Garten. Danke, danke. Mit 2 schicken Teichen, macht Spaß. Gefällt mir richtig gut.
Mir persönlich war es zu viel Arbeit, aber bildschön ist es natürlich, muss man sagen. Wenn man die Muße dazu hat, sich da jeden Tag, jede Woche um die ganzen Bäume zu kümmern, dann ist das natürlich eine schöne Sache. Ne? Ja, die Zeit nehme ich mir gerne. Aber den grünen Daumen, manchmal, den braucht man da schon zu. Ja, naja, es ist auch ein paar Jahre Erfahrung und ein bisschen was eingebüßt haben wir auch. So wie bei allen Sachen. Mhm. Aber wir machen es gern. Bei uns ist es Familiensache. Wir machen es gern. Von daher. Muss ich ja sagen, vom Wert hier übersteigt das fast den Keuteich, ne? Was hier an Gehölzen rum steht, ne? Würde ich fast sagen. Oder auf jeden Fall hält sich die Waage, sagen wir mal so. Ja, Leute. Das war der Teich von Basti. Wenn es euch gefallen hat, abonniert meinen Kanal und lasst ein Like da. Und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis denn.